Ja, können die denn nicht lesen? Anscheinend. Die Barbaren, die hier auf Barbarenasche zueilen, recht zu sehen, ein Schwertkämpfer, noch ein Schwertkämpfer, lassen sich durch den Namen der Stadt nicht abschrecken. Barbarenasche, die müssten doch wissen, warum die Stadt so heißt. Weil hier anrückende Barbaren zu Asche gemacht werden. Von dem Vulkan, falls er ausbrechen sollte, aber gewiss auch durch unsere Bogenschützen. Eben noch geschehen, hier oben auf diesem Feld, als die Bogenschützen herannahende Barbaren zuerst mit Pfeilen durchlöchern und danach ihre Leiber natürlich in Brand gesetzt haben. Wer sind wir denn, dass wir solch unerbetenen Gästen ein ehrwürdiges Begräbnis zukommen lassen? Natürlich nicht. Da wird einfach eine Fackel dran gehalten. Und danach, vor allem in den kalten Nächten, wärmt man sich ein wenig an der Hitze. Trotzdem kommen die heran. Vielleicht stimmt es ja doch, dass die deshalb Barbaren heißen? Weil sie so barbarisch sind. Weil sie halt nicht lesen können. Sind ja nur Barbaren. Ja, bevor ich mich noch krummere Gedanken rein verliere, gehen wir hier mal runter und schauen. Die nächste Einheit ist, glaube ich, im Süden aktiviert. Genau, das ist hier der Handwerker. Laufen hier schnell rüber und setzen auch hier ein weiteres Terrassenfeld, auf das hier in Morgengold noch mehr an Nahrung und an Produktion entsteht. Den Händler wollten wir raufschicken nach Nanbandol. 4 Gesandte brauchten wir da zuletzt, um einen Suzerän-Status zu bekommen. Und jetzt sind es deren 5. Mansa Musa hatte einen Gesandten beim letzten Rundenwechsel dazu drauf gesetzt. So ein Pflegel, unfassbar. Das heißt, ja, wir machen es aber trotzdem. Wir holen uns hier die Quest, einen Handelsweg entsetzen. Das ziehen wir natürlich hier durch. Wir hatten es ja so gut überlegt, das macht schon Sinn. Wir wollen unsere Pläne nicht immer umschmeißen wieder. Gibt 6 Gold. 5 Runden. 5 Runden, nur habe ich mich da verzählt. Ich hatte 6 gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier steht 5. Wie bitte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Programm zählt 5. Habt ihr da irgendeine Erklärung für? Also die bestehenden Straßen, selbst wenn das jetzt modernere Straßen wären, das weiß ich gar nicht auswendig, die ja mehr Fortbewegungspunkte geben. Es sind klassische Straßen, die ziehen normalerweise ein Feld pro Runde. Sag mal, bin ich blind? Da steht doch 5. Wenn mir das Geheimnis jemand von euch erklären kann, dann wäre ich dankbar für. Mir fällt keine Erklärung dafür ein. Aber also nicht die geringste. Wir schauen mal in der Handelswegübersicht, was da drin steht. Ja, 5. Kein Kommentar. Das wären genau die 20. Also einmal 5 hin, einmal zurück und dann nochmal. Genau die 20 Mindestdauer. Können wir hier... Oh, das machen wir sofort. Den schicken wir eins vor hier hin. Der feuert von dort aus hier drauf. Der kann den nicht zurück angreifen. Doch, der kann eventuell hier drüber angreifen, über die Straße. Aber das ist mir gleich. Der wird stark geschwächt sein. Bei Nahkämpfern wird das abgezogen von der Kampfkraft. Und der hier... Ja, der bleibt hier mal an... Mit dem, na, wie machen wir das mit dem? Der zieht wahrscheinlich hier unten nach. Ist denn hier ein Barbarencamp irgendwo entstanden? Das ist immer noch das gleiche von hier oben. Okay. Ja, dann ziehen wir den mal hierhin ebenfalls. Ist das hier eine Straße? Wie kommt die denn dorthin? Und hier auch? Hier muss jemand anders... Ne, hier ist keine Straße. Doch auch. Hier muss jemand anders... Eine, wir waren das nicht. Ach, das waren die Mali. Die haben hier einen Pfad drüber gezogen. Dann ziehe ich den doch wieder in die Mitte. Und dann schauen wir mal weiter. So, mit dem Barakak sind wir hier dabei, alles schön aufzudecken. Und wollen hier noch mehr erkunden. Und ziehen erstmal hier unten lang. Aha, den können wir gleich noch massakrieren. Das machen wir nur, um Hasru zu befreien. Wir sind tierlieb, der wird sicher schlecht behandelt von ihm. Helsingborg und die Städte von Dido, der Phönizierin. In deren Nähe bewegen wir uns hin und her. Lernen immer mehr Land und Leute kennen. Ja, das ist zwar interessant, aber ich mache mal den Bogen. Ich ziehe auch mal unten rum. Ich will vor allem mehr Städte noch aufdecken hier.
Und einmal an Land, bitte. Die aufsteigende Welt aus dunklen Wassern, entstanden aus den Leeren ohne Form. Das Ufsnurbecken. Ich kenne mich bei den Naturwundern nie genau aus. Ich behalte nie, weil die tauchen ja auch nicht immer in jeder Partie auf. Was gab's schon im Grundspiel? Was gab's durch Rise and Fall? Was ist jetzt neu? Ich weiß es nicht. Ihr könntet mir alles erzählen. Und was bringt dieses Naturwunder? Über 4 Geländefelder erscheint als Sumpf, bringt plus 2 Glauben, eine Nahrung und eine Produktion. So, jetzt sind wir hier und könnten uns aufleveln. Es fehlt uns an Gold und auch an der nötigen Verschwendungslust. Zeitalterpunkt haben wir bekommen, alles klar. Gerade gab es noch einen drauf. Wir haben eine Stadtstadt-Quest angenommen und abgeschlossen in Nanmadol. Jetzt fehlt nur noch ein Gesandter für Nanmadol. Den bekommen wir in der übernächsten Erkundung. Und dann haben wir den weiteren Kulturbonus. Wir haben ein Naturwunder entdeckt. Alles gut, alles bestens. In 2 Runden tagt der nächste Weltkongress. In einer Runde ist die Astrologie abgeschlossen, die naturwissenschaftliche Forschung. Wir haben wieder 197 Gold angespart. Und ich gehe nochmal eine Runde weiter mit euch. Was machen die Barbaren hier? Ah, grüß dich, Christina. Ich freue mich, dass die großen Geister dieser Welt unser Reich dem euren vorziehen. Was? Wir haben die Agenda Fürsprecher großer Geister von Christina erfüllt. Ah, das wird wohl bedeuten, dass sie mehr große Persönlichkeiten hat als wir. Dass sie die ständig rekrutieren kann. Ja, und sie prahlt damit uns gegenüber. Also das... Ich glaube, die ist wirklich ziemlich verschroben. Das ist eine ganz verschrobene Frau. Weil gute Manieren hat sie nicht. Zuerst versteckt sie ihr Nestlein immer in den Büchern. Der greift uns an. Was verhofft er? Was erhofft er sich denn davon? Wir sind stärker. Wir stehen auf Wald. Ja, damit war zu rechnen. Und er stirbt dabei. Da hat er sich zu viel zugemutet. Was sind das für Himmelfahrtsaktionen? Der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Also Christine wird mir langsam echt unsympathisch. Heilige Städte, baubar. Machen wir nicht. Stonehenge ist schon gebaut. Wollen wir nicht. Schreine ebenfalls. Den Glauben ignorieren wir komplett. Und ich hoffe, der Heilige Bulle drückt mal 2 Augen zu. So, der zieht hier oben lang. Das nutzen wir. Er kann... wie stellen wir das am gescheitesten an? Wir lassen ihn kommen. Wir ziehen... Hier unten ist keiner. Nein. Wir ziehen mit ihm hier hin. Mit ihm. Ihn platzieren wir hier für den Fall der Fälle. Und setzen eine Runde aus. Hier setzen wir auch eine Runde aus. Und er kommt mutmaßlich auf uns zugezogen. Hier. Wird eventuell zwischendurch die Zeit annehmen, sich lassen, um hier den Mali-Händler auf dem Feld zu schröpfen. Oder er macht es nicht und zieht Blut vor lauter Blutdurst gierend auf und zu. Dann steht er auf dem Feld und wird ins Kreuzfeuer genommen. Und falls das nicht reichen sollte, der hier steht, die schwächere unserer beiden Einheiten, weil verwundet steht auf einem guten Defensivfeld. Also das sollte eigentlich alles reichen. Der Varakak hier, der kann einen... Er hat anscheinend durch das Entdecken des Naturwunders Erfahrungspunkte bekommen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Können wir hier durchziehen? Nein. Wir ziehen mal unten lang. Wir ziehen erstmal hier lang. Da haben wir immer noch eine Aktion. Und holen uns die schnellere Fortbewegung auf Hügeln. Ich hatte schon mal begründet, warum ich das ja mag. Reyna ist hier. Und das heißt, dass wir jetzt noch mehr Gold bekommen. Nämlich 65 plus, weil sie, ich glaube, 2 Gold pro Handelsweg bekommt, der durch ihre Stadt durchrennt. 3 Gold pro Runde. Wir werfen einen Blick in die Handelswegübersicht, in Wege in meine Städte. Und es ist einer. Einer, der durch Barbarenasche führt. 3 Runden. Pardon, 3 Gold bekommen wir. Na, das hat sich ja gelohnt. Toll. So, was war mit dem Kollegen? Er hat noch 4 Aktionen sind hier möglich.
In 14 Runden wird die Universität fertig. Der geht immer noch auf Nahrung, ne? Multiplikator 0,5, das heißt um die 17 Nahrung sind für ein Plus. Das ist ja unglaublich viel mal wieder. Werden die Berge hier genutzt von Cusco? Werden es. Und hier sind wichtige Bauvorhaben in der Hauptstadt zugange. Bezirke, die haben immer Vorfahrt. Das heißt, das Bergfeld überlassen wir denen auf jeden Fall. Wir machen das ganz normal. Wir gehen hier rüber und setzen hier eins hin. Das Terrassenfeld bekommt Nahrung durch die beiden Berge. Die Berge, die ja auch genutzt werden, zumindest teilweise, bekommen Nahrung durch den Berg. Das Terrassenfeld bekommt pro Fluss oder pro Fluss eine Produktion oder durch einen Fluss, egal wie viele es gibt. Gucken wir gleich mal. Oh, hier steht gar keine Produktion. Eine war es auf dem, das war doch ein Hügel mit Grasland. Was ist das denn normalerweise? Das ist ein Ebenenhügel, der ist 1-2. Umgekehrt nämlich 2 Nahrung, 1 Produktion. Wir haben tatsächlich nur 1 Produktion bekommen durch einen Fluss. Also 2 Flüsse, das sind hier verschiedene, unterschiedliche. Die bringen nicht einen extra Produktionspunkt. Ja, also was der sich hier davon denkt, wir können auch noch 2-mal auf ihn feuern, was gar nicht nötig ist. Das ist hier interessant. Jetzt können wir nicht nochmal feuern. Aber wir haben auch keinen Gegner neben uns. Wir holen uns erstmal die schnellere Fortbewegung auf Hügeln. Und hier ziehen wir runter. Wir ziehen mal zum Reich der Mali rüber. Dann hier oben entlang. Oh, hier kommt man aber schwer durch. Hier kommt man nicht durch. Hier unten müssen wir lang. Die Schweden mit ihren großen Persönlichkeiten, die wissen nicht wohin damit. Hu Yuan, großer Schriftsteller, das heißt, sie hatten nochmal. Ist das denn wirklich ihre Agenda? Dieser Fürsprecher großer Geister, Mark Zivs, die nicht um große Persönlichkeiten wetteifern und selber so viel wie möglich, ja, weil sie dafür 50 Gunst jedes Mal bekommt. Ich kann sie immer weniger leiden. Hier haben wir laufend ein Wohnraumproblem. Ja, kein Wunder. So, jetzt haben wir noch... Jetzt wird spannend. Denn in einer Runde kommt der Weltkongress, die nächste Sitzung. In einer Runde wird der Regierungsplatz fertig. Und jetzt wissen wir, jetzt bekommen wir die Antwort auf die Frage, ob wir jetzt hier den Kulturschock noch bekommen für den Regierungsplatz. Oder ob in dem Augenblick, wo der Rundenwechsel erfolgt, schon der Bonus vom Vertrag erlischt, den wir bei der letzten Sitzung des Weltkongresses erhalten haben. Oder ob der Bonus erst dann futsch ist, wenn wir den Weltkongress aufrufen, wenn wir ihn betreten. Ich würde so gerne mit der Sicht hier bleiben. Liebes Programm, macht das bitte möglich. Ich hätte, wir switchen gleich zu irgendeinem blöden Barbaren rüber. Na? Ja, oben zieht ein Barbar am Rand. Willkommen beim Weltkongress. Das machen wir erstmal nicht. Ich glaube, können wir hier raus? Nein, hatte auf Escape gedrückt. Es geht nicht. So kommen wir raus. Und kein Kultur... Nein, der war beim Rundenwechsel. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Der Weltkongress findet zwischen den Runden statt. Das habe ich ja noch... Gibt's das bei irgendeinem anderen Feature bei Civ? Dass so ein Bildschirm kommt zwischen zwei Runden. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Bei Civ 6 oder bei irgendeinem anderen Civ-Teil? Dass das zwischen zwei Runden passiert? Also ich bilde mir ein, das sei neu. Zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, sowas schon erlebt zu haben. Okay, dann können wir das hier schon mal knicken mit dem Regierungsplatz. Alles klar. Ziehen wir das trotzdem durch? Wir ziehen es trotzdem durch. Wir schauen mal, was sind die Abstimmungen? Die beiden. Nein! Nein, der könnte nochmal ein Grenzkontrollabkommen bekommen. Ja, ich weiß. Wir schließen mehrere Bezirke demnächst ab. Das wäre einiges wert. Sollen wir das machen? Sollen wir ein bisschen investieren? Ein kleines bisschen hier.
Sollen wir es wagen? Sollen wir das machen? Die obere Abstimmung zuerst, da geht es um Luxuspolitik. Und zwar, dass Duplikate eines bestimmten Luxusgutes Annehmlichkeiten gewähren. Das wollen wir nicht, denn wir haben gar keine Duplikate. Das, was wir doppelt haben, das verscheuern wir sofort und wir haben kaum was doppelt. Also wir sind dagegen. Und wenn wir hier einen Blick drauf werfen, die erste Stimme ist kostenlos. Mal schauen, ob wir drumherum kommen, hier überhaupt abzustimmen. Ich will nämlich lieber hier unten abstimmen und will mal wieder für einen Kulturschock für mich abstimmen. So, die erste war für Lau. Jetzt wählen wir noch das Ziel aus. Das Ziel ist ein gewisser Patja Kutek. Ja, und jetzt ist die Frage. Geben wir also 10 Gunst, das erwirtschaften wir in fast einer Runde. Ich kann einfach, das war so praktisch. Wir sparen, ihr könnt es auch umgekehrt sehen. Das, was wir an Gunst jetzt raushauen, da sparen wir an Gold ein. Und das Gold, das wir sparen, benutzen wir wiederum, um Gunst zu kaufen. Wobei der Wechselkurs, ihr habt ihn gesehen, im besten Falle 100 Gold für 16 Gunst. Jetzt müssten wir schon 20 ausgeben. Beim letzten Mal hätte es sogar gereicht, nur da haben alle höchstens eine Stimme ausgegeben. Ich glaube, in der Übersicht stand nicht, dass irgendeiner überhaupt mit 2 Stimmen für irgendjemand abgestimmt hat. Also wenn wir pokern, dann sagen wir, das ist 200 Gold wert, wir lassen es sein. Aber ich gehe mal in den Mittelweg, ich mache nochmal 3 Stimmen. So. Wir haben ja auch nur, die Stimme zählte 20. Wir haben 20 Gunst, wir entfernen mal eine. Ja, eine Stimme. So, jetzt haben wir 30 Gunst ausgegeben. Habe ich doch richtig gesehen, oder? Die erste Stimme war gratis. Die zweite, wir geben einmal 10 Gunst aus. Jetzt haben wir 2. Wir stimmen nochmal ab. Wir haben 3 Stimmen und darunter steht der Preis. Wir haben 30 Gunst ausgegeben. Das entspricht, sagen wir mal, über den Daumen so 150 Gold. Das ist nichts. Also das können wir machen. Das ist wirklich gering. Also wenn es damit klappen sollte, das wär super. Ich weiß nicht, ob man darauf verzichten kann. Nee, wir müssen nochmal abstimmen. Die erste Stimme oben ist auch kostenlos. Wir stimmen dagegen. Ach, wir müssen auch ein Ziel dafür wählen. Wir müssen eine Ziff wählen, die dann gar kein, wo das Luxusgut nichts gibt. Wir müssen ein Luxusgut wählen. Oh, das ist ja interessant. Ja, eins, das wir nicht haben. Eins, das nicht weit verbreitet ist und stimmen alle dagegen. Hauptsache, es ist kein eigenes. Ja, was könnte das denn sein? Perlen, wir haben keine Perlen. So ein Wasserluxusgut, da weiß ich sicher, ich hab's nicht. Perlen. Das hat uns auch nichts gekostet. Wisst ihr, was ich glaube? Dass der Feind, dass die anderen eher positiv abstimmen, dass die Leute danach gieren, dass sie sich selber was zuschreiben oder dass sie sich selber was gönnen wollen und dass vielleicht gute Kumpels das auch so abstimmen. Könnte ich mir vorstellen. Sollen wir 10 Gunst raushauen, um irgendjemanden in die Suppe zu spucken? Aber vielleicht spucken wir jemanden in die Suppe, der für uns gar kein arger Feind ist. Wir lassen es so sein. So machen wir das. Also die erste Stimme bei beiden Abstimmungen ist kostenlos. Jetzt habe ich das begriffen. Also wir machen auch weiter. Und wer hat wie viel? Schaut mal links. Christina, wo bist du? 489. Aber wir stehen jetzt auch nicht so schlecht da. Naja, mal gucken. Und wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft. Und oben? Perl, sag mal, wir haben gewonnen? Moment mal. Nee, hier ist B1 durchgekommen. Das ist unseres und unten ist... Achso, wir müssen erstmal einreichen. Ihr kriegt mit, wie nervös ich bin, ne? Ist was peinlich, wie nervös ich bei sowas. Bin hier richtig aufgeregt, als ob das eine echte Abstimmung wäre. Es ist ja eine echte. Wer hat gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Das haben wir gepackt hier. Nein. 9 Stimmen haben für die Variante A abgestimmt. Und von A, war das nicht zuletzt schon ähnlich? 3 Stimmen für uns und alle anderen. Keiner hat eine Stimme für jemand anders ausgegeben. Alle für sich selbst. Oh, wie egoistisch die sind. Da gab es auch keine Absprachen oder keinen... Jeder hat immer für sich... Nee, sie eher nicht. Schaut mal. Corvinus hat für Dido gewählt. Ich glaube, er buhlt um ihre Gunst. Ich glaube, er will irgendeine Staatsehe eingehen.
Er hat B gewählt. Er hat B gewählt. Er hasst Dido. Er will nicht, dass Dido, das war die Variante, Grenzen der Spieler wachsen nicht durch Kultur. Dido ist seine Nachbarin und er wollte ihr in die Suppe spucken oder ins Gesicht oder irgendwas ganz Fieses machen. Er wollte Dido dissen. Von wegen, da bahnt sich eine Staatsehe an. Das ist eher so, dass sie sich gegenüberschreien und sich dann ankeifen. Deine Mutter! Ja, also er ist der Einzige, der auch negativ abgestimmt hat. Das ist peinlich. Das sagt viel über seinen Charakter aus. Der ist so unkonstruktiv. Der Matthias, da sind wir ganz anders. Wir haben konstruktiv abgestimmt, nämlich für uns selber. Und die anderen immer nur für sich. Ja, und oben die Abstimmung? Das war die obere, die untere. Nee, das war die untere. Die obere geht hier rüber auf, ne? Genau. Oh, die haben abwechselnd für A und B gestimmt. Drei haben konstruktiv abgestimmt. Negativ haben hier viele abgestimmt. Und schaut euch das mal an. Nein. Das gibt's nicht. Christina hat all ihre Stimmen rausgehauen. Schaut mal, die hat nur noch 42 Gunst. Die hat all ihre Stimmen rausgehauen, um Gips zu wählen. Sie hat anscheinend viel Gips und hat damit mit riesigem Abstand auch gewonnen. 20 Stimmen insgesamt für A und sie hat im Alleingang wahrscheinlich für Gips gewählt. Hier wurde für Färbemittel abgestimmt, hier für Perlen. Das ist ja ein Ding. Und wir selber, das war vollkommen egal. Das heißt, die Umstrittene, boah, sie hat so viel, sie hat all die angesparte Gunst verschwendet, um sich mehr Annehmlichkeiten zu verschaffen. Also wenn die so ihre Gunst einsetzt, das ist ja hochinteressant, dann haben wir einen ordentlichen Vorsprung sogar beim Diplomatiesieg und der beruht auf ihrem Verhalten, dass sie eher kurzsichtig denkt, als dass sie langsichtig agiert, langfristig agiert. Und wir sind jetzt führend, fast wir sind führend beim Ansammeln von diplomatischer Gunst. Niemand hat so viel wie wir. Sie wird vieles wieder dazu bekommen für die großen Persönlichkeiten, aber falls sie wirklich bei jeder Abstimmung so rumholzt, aber irgendwann wird es auch Abstimmungen geben, bei denen der Preis nicht ist, dass man mehr Annehmlichkeiten hat oder Natur oder ein Kulturschock bei Bezirken oder so, sondern dann wird abgestimmt über Resolutionen, die Diplomatie-Siegpunkte als Belohnung bringen. Und da kommt es dann drauf an, ob man die schafft oder nicht. Und dafür, dann brauchen wir viele diplomatische Gunst auf Halde. Also das ist ein Traumergebnis. Wir haben unser Ziel erreicht, wir haben wenig investiert und Christina hat viel investiert und hat es nicht gepackt. Oder bekommt sie die zurück? Lass mich mal kurz nachdenken. Ach, oder kann das sein, dass sie sie zurückbekommt? Wie war das nochmal, wenn man ich hatte das schon mal erzählt, ne? Wenn man diplomatische Gunst auf eine Maßnahme ausgibt, die angenommen wird, dann hat man seine Gunst verloren. Wenn ein Spieler diplomatische Gunst aber auf eine Maßnahme verwendet, die nicht angenommen wird, bekommt der Spieler die gesamte Gunst wieder zurückerstattet. Das heißt, die 10 sollten an sie wieder zurückkommen. Das hatte ich, glaube ich, seinerzeit erzählt. Und ich habe auf dem rechten Monitor einen Screenshot von dem Zivilopädie-Eintrag von der diplomatischen Gunst. Da steht das genau so drin. Ich erzähl das zum Auftakt der nächsten Folge nochmal. Da schaue ich mir das nochmal genauer an. Gegebenenfalls korrigiere ich das. Aber es müsste eigentlich so sein. Das heißt, die ganze Freude, die ich hatte, zerrinnt diesen Moment wieder. Aber trotzdem, was für ein spannendes Feature, oder? Echt spannend. Mit der Zeit lernt man seinen Kurs nach dem Licht der Sterne zu bestimmen und nicht nach den Lichtern jedes vorbeifahrenden Schiffes. So, spannende Geschichten. Das nächste, was wir machen werden, das bleibt alles beim Alten. Da hatten wir auch ohnehin keine Änderung geplant und sie gehen auch nicht, weil wir wollten auch gar nichts ändern im Moment, weil für die Söldnerkarte haben wir gar nicht genug an Gold. Wir wollten das genauso weiterlaufen lassen. Der nächste Schritt ist dann kurzer Check zu Beginn der nächsten Folge, ob ich das richtig interpretiert habe. Und ja, alles klar. Und dann weiterspielen, weiter zocken und gucken, was wir bei der nächsten Abstimmung erleben werden. Macht's gut, liebe Grüße.